Ja, vielen Dank. Das war eine fantastische erste Hälfte, wie ich finde. Wir hatten ja ein wildes Potpourri der Wissenschaften. Und wie ich eben schon angekündigt habe, geht es genauso wild weiter mit meinem persönlichen Hassfach. Für immer. Physik! Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich absolut abgehe auf Physik. Nicht! Aber sie tut es, unsere erste Slammerin nach der Pause. Sie ist Doktorandin der Physik an der Freien Universität zu Berlin. Wir freuen uns sehr, dass wir auch mal hohen Besuch aus der Hauptstadt haben. Und ihr Titel klingt ein bisschen musikalisch. Ob er es wirklich ist, ihr Vortrag, das werden wir jetzt erfahren, wie ich Atome nach meiner Pfeife tanzen lasse. Macht bitte richtig Lärm für, Lärm für Sabrina Patsch. Hier ist sie für euch. Hallo, ich bin Sabrina und ich bin ein Control Freak. Versuchen wir das nochmal. Hallo, ich bin Sabrina und ich bin ein Control Freak. Genau, man sagt dann Hallo Sabrina, damit man die anderen so motiviert, auch was zu sagen. Es ist nämlich immer gar nicht so einfach, denn als Control Freak ist man nicht so super beliebt normalerweise. Aber ich muss sagen, ich meine es eigentlich nur gut, denn wenn ich irgendjemanden sehe, der irgendwas tut, der einfach irgendwas falsch macht oder irgendwie total ineffizient, dann ist es doch meine Pflicht, demjenigen zu sagen, wie er seine Aufgabe besser erledigen kann, oder nicht? Genau. Zum Beispiel, als ich 15 war, habe ich E-Gitarre in einer Rockband gespielt. Und damals war ich nicht nur Lead-Gitarristin, sondern auch die Bandleaderin. Und der Job war einfach perfekt für mich, denn ich konnte den anderen den ganzen Tag sagen, was sie zu tun haben und wie sie das am allerbesten machen können. Ich habe das geliebt. Die anderen aber nicht, die haben mich nämlich wieder rausgeschmissen. Aber naja, ich habe dann kurz später dann auch rausgefunden, wie ich meine Kontrollsucht tatsächlich nicht mehr unterdrücken muss, sondern wie ich sie sogar zum Beruf machen kann, und zwar in der Physik. Ich habe nämlich ziemlich schnell rausgefunden, dass dieses romantische Bild von Physikern, die unter dem Sternenhimmel sitzen und über den Ursprung des Universums nachdenken, ziemlich veraltet ist, und was der Realität viel näher kommt, ist eigentlich dieses Bild vom kontrollsüchtigen Physiker, der versucht, die Welt zu unterwerfen. Und wenn man das so sagt, dann wundert es mich gar nicht so sehr, dass so viele Physiker Superschurken werden. Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt und habe dann auch herausgefunden, es gibt verschiedene Bereiche in der Physik, wo diese Kontrolle eine unterschiedlich starke Rolle spielt. Und eine, wo das besonders stark so ist, ist die Quantentechnologie. Und bei Quantentechnologie denken viele immer so an Science Fiction und sowas, aber tatsächlich die erste Quantenrevolution, die gab es schon im 20. Jahrhundert mit dem Beginn der Quantenphysik im Grunde. Und ich würde nämlich wetten, dass jeder einzelne von euch ein Stück Quantentechnologie in der Hosentasche trägt, denn Technologien wie das Smartphone basieren auf der Quantenphysik. Und dazu gehören auch andere wie das GPS, MRT, Laser und all so ein Kram. Und was die Physiker und Physikerinnen damals eigentlich gemacht haben, ist, sie haben genutzt, was die Natur ihnen gibt und haben daraus neue Technologien gebaut. Und was die jetzt alle gemeinsam haben, ist, dass man dieses Wissen jetzt nutzt, das man hat, und da so wie so Lego-Steine aus diesen Atomen so neue Technologien baut. So weit, so gut. Aber natürlich, wenn ich Quantentechnologie sage, dann denkt ihr alle eher ein bisschen was anderes, nämlich an die zweite Quantenrevolution, in der wir uns heute befinden. Und hier nutzt man jetzt nicht mehr, was die Natur uns gibt, sondern wir versuchen wirklich, die Natur zu kontrollieren. Und das bekannteste Beispiel dafür ist der Quantencomputer. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, über die eigentlich nie jemand spricht und die irgendwie so ein bisschen im Hintergrund sitzen. Und diese alle haben jetzt gemeinsam, dass wir jetzt Atome nicht mehr wie so Bausteine aufeinandersetzen wollen, sondern wir wollen quasi wie so aus Knete so unsere eigenen Atome bauen. Und das versuche ich tatsächlich auch zu machen. Die Frage ist jetzt nur, wie genau funktioniert denn das jetzt eigentlich? Und hier bin ich jetzt auf die Königsdisziplin der Kontrolle gestoßen. Und die nennt sich OCT für Optimal Control Theory oder die Theorie optimaler Kontrolle. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit OCD. Da geht es auch um Kontrolle, aber da geht es eher in eine ganz andere Richtung. Wir versuchen nämlich nicht menschliches Verhalten zu kontrollieren, sondern atomares Verhalten.
Und das ist auch eigentlich ganz easy peasy. Ich erkläre das mal ganz kurz. Und zwar haben wir ein Optimierungsfunktional, das die Qualität unserer Quantendynamik quantifiziert. Und dann haben wir einen monoton-kontingenten Optimierungsalgorithmus, mit dem wir das Puls-Update berechnen können. Dieser hängt wiederum von den Kurzzuständen ab, die sowas wie die Lagrange-Multiplikation eines Variationsproblems darstellen. Und dann müssen wir das Ganze noch rückwärts in der Zeit propagieren mit Hilfe der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung. Oder mit anderen Worten, wir schießen mit dem Laser drauf. Das Ganze, der Trick bei der Sache ist aber, wir nehmen nicht einfach irgendeinen Laser, sondern dieser Laser muss irgendwie so ganz kompliziert, fancy aussehen. Dann tut er nämlich genau das, was wir möchten, nämlich Atome nach unserer Pfeife tanzen zu lassen. Und jetzt ist die Frage, wie genau funktioniert es? Also falls euch das mit den Formeln jetzt ein bisschen zu schnell ging, erkläre ich das Ganze jetzt nochmal. Und zwar mit Hilfe meiner Expertise als quasi professionelle Musikerin und erkläre ich das Ganze mit Musik. Und zwar überlegten wir uns erstmal, was sind denn überhaupt Atome? Also ich habe die da mal aufgezeichnet. Das kennt ihr vielleicht noch so aus der Schule, so ein Atomkern und so Elektronen auf Planeten, so drumherum. Ne? Könnt ihr vergessen, das stimmt überhaupt gar nicht. Wir haben in der Quantenphysik rausgefunden, Atome sehen eher so aus. Das nennen wir ein Atom im Grundzustand. Und ein Atom im Grundzustand ist jetzt erstmal relativ langweilig, das kann noch nicht so viel. Und wir brauchen für Quantentechnologie ein bisschen was Agileres, zum Beispiel das da. Das ist ein Atom im angeregten Zustand, in einem F-Zustand genauer gesagt. Das nenne ich auch gern Fiesta-Zustand. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir jetzt das Atom dazu, so zu tanzen? Und das funktioniert tatsächlich eigentlich genauso wie bei Menschen. Wir müssen ihnen nämlich nur die richtige Musik vorspielen. Und das klappt auch alles ganz gut und ohne Probleme. Das Problem bei der Sache ist aber, wenn jemand so super wild am Tanzen ist und dann irgendwann ein Bier zu viel hatte, dann fällt er in seinen Grundzustand zurück. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir brauchen was sehr viel Disziplinierteres und irgendwas Stabileres. Und was wäre da besser als so eine Ballerina? Die fällt nämlich nicht einfach um. Das Problem bei der Sache ist jetzt aber, wir wissen nicht so genau, wie die Musik jetzt eigentlich aussieht, mit der die Atome diese Pirouetten drehen. Und das ist jetzt meine Aufgabe, das rauszufinden, wie wir das tun. Und hier habe ich eine sehr, sehr typische Methode der Physik verwendet, die aber niemand so genau zugibt. Wir raten nämlich. Wir überlegen uns jetzt erstmal, wie könnte das denn aussehen? Dann überlege ich mir eine Melodie, naja, vielleicht diese. Das klingt schon so ein bisschen nach Drehen, aber wenn wir uns das jetzt angucken, was dabei rauskommt, naja, nicht so richtig. Ne? Also so richtig viel passiert ist da jetzt nicht. Und hier kommt jetzt die optimale Kontrolle ins Spiel. Wir versuchen jetzt nämlich, diese Melodie so ein ganz klein bisschen zu variieren, um zu gucken, was passiert. Und es hat schon so ein ganz bisschen was geändert. Also man sieht, das Atom ist ein bisschen kleiner geworden, aber das reicht noch nicht. Das machen wir jetzt nochmal. Und jetzt hat das Atom sogar schon so ein Tütü. Das heißt, wir kommen der ganzen Sache ein bisschen näher. Aber auch das reicht noch nicht. Wir machen das jetzt noch so 100, 200 Mal. Und dann kommen wir am Ende auf das Ergebnis. Und es ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich bin übrigens theoretische Physikerin und aus meiner Sicht ist das Problem damit gelöst. Ihr ahnt es vielleicht schon, also wir sind da noch nicht ganz am Ende, denn, also ihr könnt euch das so vorstellen, ich als Theoretikerin bin sowas wie die Komponistin für atomares Ballett. Und eine Sache, die wir Theoretiker uns öfter mal stellen müssen, ist die Realität. Und in meinem Fall tritt die auf in Form der Experimentalphysiker, die das Ganze dann auch spielen müssen. Ich habe also diese Musik geschrieben, war so voll happy und habe denen das gegeben. Sag, hier, spielt doch mal. Und er sagt dann so, nö. Und hat es dann mal ausprobiert und das klang dann so. Ja, Überraschung, das hat nicht geklappt. Und deswegen muss ich das Ganze nochmal machen. Und diesmal war ich ein bisschen klüger und ich habe mir wieder eine geniale Sache ausgedacht. Ich habe mich nämlich mit den Experimentalphysikern unterhalten. Ich bin tatsächlich ins Labor gegangen und habe mit denen geredet. Und die haben mir dann erzählt, wie schnell können sie spielen, wie hoch können sie spielen, was sind überhaupt Tonarten und all solche Sachen. Und die habe ich dann alle internalisiert und habe das Ganze nochmal gemacht und hatte dann eine Melodie, die sieht nicht nur schöner aus, sondern die klingt auch sehr viel schöner und die können die Experimentatoren auch tatsächlich spielen. Und wenn ihr euch jetzt noch irgendwie auch fragt, okay, Musik und Ballerinas und wo ist denn hier jetzt eigentlich die Physik? Was labert die denn da überhaupt? Keine Sorge, das ist gar nicht so schwierig. Wir müssen nämlich einfach nur, also wir haben den Atomen dann am Ende keine Musik vorgespielt, sondern wir haben Radiofrequenzpulse benutzt. Das sind also so hin und her schwingende elektrische Felder.
Und die Exploratoren, die spielen natürlich keine Geigen, sondern die haben so Elektroden und so ganz komplizierte Schaltpläne, die ich auch nicht verstehe, mit denen sie die dann herstellen können. Und was ich mache, ist, ich schreibe natürlich keine Musik, sondern ich habe Computercode und Algorithmen, mit denen ich die Spannungen berechne, die die Exploratoren dann an diesen Elektroden anlegen müssen, mit denen sie dann wieder diese Pulse herstellen können. Und ganz konkret sieht das nämlich so aus. Das hier war der erste Puls. Wenn man sich den anguckt, der ist so ziemlich einfach, der ist so an, der ist konstant und der geht wieder aus, schwingt so ein bisschen, das ist ein Traum. Also das ist einfach, das können die. Die zweite Melodie. Das sieht jetzt erstmal nicht so schlimm aus, aber die Achsen, das ist so 10-mal schneller und 50-mal höher. Also das können die nicht mehr spielen. Und der letzte ist so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Also man sieht, das sieht so ähnlich aus wie der erste, hat aber so Variationen wie der zweite. Und der schafft es, und den können sie dann tatsächlich auch herstellen. Und mit dem schaffen wir es auch im Experiment, Atome Pirouetten drehen zu lassen und so der Quantentechnologie einen kleinen Schritt näher zu kommen. Es gibt nur noch ein kleines Problem. Meine Kontrollsucht habe ich damit jetzt nicht so richtig unter Kontrolle bekommen. Sondern eher ganz im Gegenteil. Ich habe, glaube ich, ihr noch Öl ins Feuer geschüttet, denn ich schaffe es jetzt mit Hilfe von einem Knopfdruck, die kleinsten Bausteine unserer Welt nach meiner Pfeife tanzen zu lassen. Und was glaubt ihr, kommt dann wohl als nächstes? Dankeschön. Dankeschön, Sabrina Patsch.